Ja, guten Tag, mein Name ist Rainer Werhardt. Ich möchte jetzt kurz aufzeigen, wie man das bitte ignorieren, wie man eine untere Schranke beweisen kann, wenn man es nicht direkt machen kann, sondern wenn man ein Problem bereits kennt, das bewiesenermaßen diese untere Schranke hat. Und in dem Fall greift dann das Prinzip der sogenannten Reduktion. Die Idee hier ist, dass wir zwei Probleme haben. Wir haben ein Problem Pi, dessen Komplexität ist bekannt. Also wir wissen, wenn wir Pi haben, dann ist eine Lösung von Pi, hat eine gewisse bekannte untere Laufzeitschranke, die wir nicht unterschreiten können. Jetzt haben wir ein zweites Problem. Das nennen wir mal Psi. Und hier reden wir auch über ein Problem, nicht über einen Algorithmus, sondern prinzipiell über das Problem. Psi ist auch ein Problem. Und jetzt überlegen wir uns, kann Psi schneller sein als Pi? Dafür denken wir uns einen Algorithmus, und zwar den besten, ohne ihn konkret zu benennen. Algorithmus für Psi nennt man den A, der eben hier eine Lösung von Psi ermittelt. So, und wir können jetzt sagen, dass dieser Algorithmus uns auf die Schranke beziehen, indem wir sagen, wenn wir mit dem Algorithmus auch das lösen könnten, dann muss offensichtlich diese Schranke auch hier gelten, ansonsten wäre das ja schneller lösbar. Und um das zu machen, ich sage jetzt hier unten mal gerade, das brauche ich, also das wäre jetzt hier, sagen wir mal, bekanntermaßen Omega von x. Dann brauchen wir eine Transformationsvorschrift, wo wir aus einem Problem dieser Gestalt ein Problem dieser Gestalt machen können. Die nenne ich mal f. Und dann brauchen wir genauso eine Transformationsvorschrift, wo wir wieder zurückgehen können, wo wir aus der Lösung dieser Gestalt eine Lösung für diese Gestalt machen. Die nenne ich jetzt mal f hoch minus 1, ist vielleicht nicht ganz so geschickt. Und jetzt ist die Überlegung folgende. Ich gehe hin und transformiere das Problem, dass ich die Eingangsdaten des Problems, die ich hier für Pi habe, in Eingangsdaten für das Problem Psi. Wie auch immer geartet, wichtig ist, dass hier klein o von x gilt. Also die Laufzeit muss niedriger sein als das, denn sonst würde uns das schon die Laufzeitschranke geben. Entsprechend hier auch, also auch klein o von x. Laufzeit muss echt niedriger sein als die unseres Problems, denn wie gesagt, ansonsten wären das schon die Laufzeitschranken. Dann, wie gesagt, wir transformieren das in das Problem, lösen das Problem hier mit dem Algorithmus f für Problem c, erhalten dann eine Lösung und jetzt transformieren wir das Problem wieder zurück in eine Lösung für Pi. Wenn jetzt dieser Algorithmus auch eine Laufzeit von klein u von x hätte, dann wäre, wenn man die Transformation, den Algorithmen laufen und die Rücktransformation nimmt, dann wäre diese Laufzeit ganz offensichtlich klein u von x, was aber im Widerspruch dazu steht, dass das Problem eben in Omega von x zu lösen ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder unser Beweis hier unten stimmt nicht, da haben wir gesagt, da stützen wir uns auf bekannte Dinge, also sagt dieser Widerspruch uns, wenn das stimmt, wo wir von ausgehen, sagt uns, dass das nicht möglich ist. Und damit haben wir über den Weg der Reduktion bewiesen, dass auch alle Algorithmen, denn wir haben uns hier den besten gedacht, alle Algorithmen, die das Problem Psi lösen, mindestens dieselbe untere Laufzeitschranke haben wie Pi. Wichtig ist noch, wenn wir reduzieren, dann reduzieren wir eben das bekannte Problem auf das unbekannte Problem, oder das Problem mit der unbekannten Laufzeit. Andersrum haben wir nichts bewiesen, denn wenn wir jetzt sagen würden, wir reduzieren das auf das, dann hätten wir vielleicht eine gewisse, hätten wir gar nichts bewiesen, denn das kann natürlich deutlich besser sein als das. Ja.